Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 3! Ja, heute, einen Tag später, am 23.10.2013, weil ich einfach mega, Mega Man-mäßig Bock auf das Spiel habe. Lustig, nicht wahr? Ihr werdet vielleicht festgestellt haben, dass es jetzt hier einen kleinen Unterschied gibt. Sieht man die Maus hier im Bild? Ich glaube schon, ne? Ich pack die mal weg. So. Und zwar zum einen, ich habe den Gamezone eine Idee leiser gedreht. Also mir kam es so vor, zumindest jetzt, als ich die Aufnahmen bearbeitet habe, dass der Gamezone ein Stückchen zu laut ist. Ich meine, man konnte zwar, glaube ich, trotzdem alles von meinem Gelaber verstehen. Dennoch habe ich jetzt nochmal eine Idee leiser gedreht, weil ich den Unterschied doch noch ein bisschen zu gering fand. Verpiss dich, Maus, danke. Und des Weiteren seht ihr, die schwarzen Balken rundherum um dieses Videobild sind jetzt weg, weil ich habe einfach eine Einstellung geändert, die ich vorher nicht kannte, dass es die gibt. Und ich habe sie jetzt gefunden. Deswegen die ersten 5 Parts jetzt in alter Manier und jetzt, ja, halt ohne Ränder oder mit geringen Rändern. Okay, wir waren stehen geblieben, wir haben ja die 8 Leute hier besiegt und jetzt sind hier komische 4 ominöse Gestalten angekommen und ich habe keine Ahnung, was wir wann jetzt wie wo machen müssen und was sich hinter diesen komischen Bildern verbirgt. Aber ich bin mal gespannt, ich überlege gerade, was ich machen will. Ich überlege gerade die Stages. Sparkman war scheiße dabei und Gemini Man war auch ziemlich kacke. Ich fange mit Sparkman an, weil er so schön oben links ist. Ein Fragezeichen-Roboter. Fragezeichen-Man. Ja, ich habe gerade Wäsche gewaschen. Meine Wohnung habe ich ja gestern schon geputzt und so. Ich wollte ja heute eigentlich zum Friseur, aber es war mir ein bisschen zu voll beim Friseur. Okay. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, so, komm, wenn du schon nicht beim Friseur warst, ne? Kannst wenigstens jetzt noch ein Rüchchen aufnehmen. Weil ich habe eh voll Bock und ich will nicht sagen, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte, aber ich habe einfach so viel Bock auf das Spiel. Das ist echt mal so bei Mega Man so eine Sache. Wenn ich das einmal angefangen habe, dann will ich's echt die ganze Zeit spielen, bis ich es hinter mich gebracht habe. Also jetzt nicht, weil ich es hinter mir haben will, sondern einfach nur, weil es so viel Bock macht. So, okay, den kann er oben schießen. Haha. Ey, ich will Waffenenergie haben, du Arsch. So, okay, ich muss mal gerade selbst ein bisschen lauter machen. Also ich meine, das kriege ich jetzt nicht mit, aber ich höre jetzt relativ wenig von der Mucke. Deswegen, aber jetzt hört es ja schon viel besser an, ja, ja. So, okay. Das? Nein, nicht ihr. Euch mag ich nicht so gerne. Wahrlich nicht. Ach so, okay, gut. Zum Glück bewegen wir uns nicht so schnell, wie die Dinger sich drehen. Das ist schon mal sehr gut. Oh ja! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Und, okay, hervorragend. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen informiert bezüglich der Story des Spiels. Ja, ich habe eine Story, wer hätte gedacht. Und zwar haben Dr. Reit, ne, also unser Schöpfer und auch der Schöpfer von Rush. Hat früher schon mit Dr. Wily zusammengearbeitet. Und jetzt nach 2 Niederlagen hat sich Dr. Wily mal gedacht, oh, weißt du was? Fertiger alter Mann. Warum arbeiten wir nicht nochmal zusammen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, ich bin ja so ein blöder Kerl und falle auf jeden Trick rein. Ja. Und daraufhin ist irgendwie ein gewisser Gamma erschienen oder so. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ich hätte natürlich vorher nochmal durchlesen können, aber natürlich habe ich das nicht getan. Nein! Und auf jeden Fall... Wie viel hat er mir abgezogen, bitteschön? Was? Auf jeden Fall hat der jetzt die 8 Robotmeister, die von Dr. Light und Dr. Wily, also hier Snake Man und so ein Gedöse, erschaffen wurden. Ist jetzt schon vorbei? Tatsächlich. Oder? Metal Man aus Teil 2! Das ist Metal Man aus Teil 2. Aber das kann ich nicht gut tun. Ich habe keine Ahnung. Metal Man ist gut gegen Metal Man. Wow! Junge! Junge! Kommst du klar? Jetzt ja endlich nach hier, weil da hinten ist noch eine Tür. Das gefällt mir nicht so gut, bin ich ja ehrlich. Ich muss einfach mal testen. Okay, das interessiert ihn nicht. Verdammt. Okay. Aber es geht so. Weil wenn ich schieße, dann... Fuck! Okay. Aber das ist schon mal eine Taktik. Vom Anfang der Stage? Ey, leck mich doch. Die Maus war wieder im Bild. Weil ich habe die Maus auf meinem Bett liegen und deswegen viel Leben habe ich noch. Och, null! Schön! Hey! Geil! Das heißt, danach geht's noch weiter. Ach du Scheiße. Alter. Gut. Ich hab zwar... Ich weiß einfach nicht, was ich gegen ihn tun soll. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wo ist denn hier der Shadow? Da ist Shadow. Jetzt gibt mir auch nichts her, der Arsch. Toll. So, benutzen wir hier jetzt den Magnet Man. Magnet Man gegen Metal Man, ne? Könnte eigentlich ja auch von Logik her ganz gut passen. Tschüss. Was? Gut, dann halt nicht. Ey, wie viel Energie es direkt abzieht, wenn ich einen Schuss vom Metal Man mache, ne? Das ist unglaublich. Finde ich nicht sehr schön. Wahrlich nicht. Okay, ich kann in der Luft wechseln, das ist sehr gut.
Ich glaube, in den alten Teilen ging das, glaube ich, nicht, dass man im Sprung wechseln kann. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, diese Slide-Attacke, doch, habe ich wohl gesagt, gab es in den vorherigen Teilen noch nicht. Und in den vorherigen Teilen, das habe ich ja, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, ist erst ein Tag her und ich weiß es schon wieder nicht mehr. Das ist echt heftig. Aber ich höre mir selbst auch nicht zu, wenn ich rede. Von daher, ne, ist das eigentlich ganz plausibel, dass ich das nicht weiß. War nach dem Grade 8, ne, oder Grade 6 im ersten Teil, da waren es nämlich nur 6 Leute, die wir bekämpfen mussten. Beziehungsweise 6 Roboter und keine Leute. Da kamen danach nämlich die letzten Stages, nämlich die Dr. Wily Stages. Und, ja. Hier ist es halt nicht so, wie man feststellt. Ich würde mir die Energietanks lieber aufbewahren, wie im letzten Kampf, weil der letzte Kampf gegen Dr. Wily, der in der Regel der Endgegner ist, jawohl, okay. Der ist meistens ziemlich hart, muss ich sagen. Und tschüss. Hervorragend. Der ist tot? Es geht tatsächlich weiter. Fick dich. Ich will Metal Man aufladen, bitte. Also schon mal gut zu wissen. Ach du Scheiße. Ja. Nein! Voll in die Stacheln reingesprungen. Ja, ist gut. Nein, das war doch okay. Ah, ich will das jetzt machen. Es ist ja nicht weit, wie ich bisher gekommen bin, ne? Aber was ist das denn für eine scheiß Stelle hinterher? Meine Fresse. Du musst mal richtig Gefühl haben im Finger. Komm, runter. Komm da runter. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder den raschigen Keul, ja? Ja, damit. Danke. Es gibt so immer eine ziemlich allgemeine, also keine allgemeine Waffe, sondern eine Waffe, die eigentlich im Allgemeinen ziemlich gut ist. Und ich glaube, hier ist es Magnet Man, habe ich das Gefühl. Weil im ersten Teil war es der Elec Man, der ziemlich oft ziemlich nützlich war. Im zweiten Teil war es der Metal Man. Und hier scheint es der Magnet Man zu sein. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich weiß nicht, ich glaube, Waffen kriege ich ja keine mehr. Es ist alles voll. Jo, tatsächlich, okay. Okay. Ach komm, verpiss dich. Es wäre böse, wenn er ein Leben oder einen Energietank oder sowas hergegeben hat. Er hätte. Ich weiß eh nicht, können die Gegner hier überhaupt Energietanks hergeben? Das weiß ich nicht. Hey. Oh, okay. Die einzige Mega Man Spiele, die ich übrigens gespielt habe, privat, ne? Ist Mega Man 1 für ein Game Boy, Mega Man 2 für ein Game Boy. Und, sag schnell, Mega Man 9 und 10 für die Blazy. Komm runter, komm runter. Ja, Schnauze. Oi, oi, oi. Und Mega Man 9 und 10 sind eigentlich ziemlich cool. Auch wenn diese Funktion hier zum Beispiel, also das Sliden hier, ne? Es gibt's da nicht mehr. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und Schussauflagen geht auch nicht mehr, weil die Spielentwickler sich nämlich gedacht haben, wir wollen aber sie wieder so ein bisschen back to the roots, zu den alten Spielen und so, ne? Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ich finde das schon heftig, wenn er dreimal schießt. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ich habe schon bei zweimal Probleme. Nein, nicht drei! Nein, verdammte Scheiße, leck mich. So, okay, Magnet Man ist fast Geschichte. Aber ich meine Energie wieder aufgeladen, das finde ich ja sehr nett von dem Spiel. Okay, mit Gefühl an die Sache ran. Wow! Hilfe, okay, kein Problem. Kein Problem, ja? Okay. Puh! Wie auch immer. Nein, nicht die Dinger. Ja, die sind in Ordnung, die geben auch manchmal Sachen her. Die bewegen sich so schnell, die Scheißdinger. Ah, geh weg da. Danke. Nein! Und ich lasse mich trotzdem treffen, obwohl ich so lange warte. Ich finde es kacke, dass man die Dinger da unten nicht berühren darf und oben. Nein, warum? Ich wusste, dass da eine Schraube kommt. Ich bin bei Schraube locker als Mutter verloren, wa? Ach, leck mich doch am Arsch. Ah, gib doch mal Energie, bitte. Oder Waffenenergie finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Gerade so in meinem momentanen Zustand. Komm, jetzt lass mich nicht treffen. Ich lass mich mal nicht treffen. Aber erstmal will ich die beiden Dinger da kaputt machen. Tschüss. Die geben tatsächlich nichts her. Das finde ich echt zum Kotzen gerade. Ich brauche die Energie. Wahrscheinlich. Ich lass erstmal ein bisschen rankommen extra. Fick dich. Echt mal. Kannst du mich mal. Danke. Du mal durchgeslidet. Finde ich gut. Nein. Hervorragend. Warum leckt das denn so? Nein! Alter! Tschüss. Tschüss und hups. Mein Gott, das ist gerade so am Lenken, ne? Man kriegt es ja selbst mit. Aber es liegt nicht an meinem PC, sondern an der Sprite Limitation. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Elec Man. Ist das. Ne, das ist Quick Man, ist das. Quick Man auch aus Teil 2. Oh, 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 oh. Da hoffe ich mal einfach auf Hard Man, auf was Hartes. Also. Auf Needleman?
Needleman ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Oder Snakeman wollte ich eigentlich gar nicht einsetzen, aber macht ja nichts. Okay, danach scheint das die Stage of the Ende zu sein. Vielleicht. Was? Wie viel der abzieht, ne? Das ist ja unglaublich. Fick dich. Okay, wenigstens starten wir hier. Und ich habe noch alle Leben. Snakeman. Hat eine ziemlich beschissene Waffe, finde ich. Aber die müssen wir einsetzen. Und der darf mich nicht berühren, ey. Da bin ich ja fast tot, wenn er mich berührt. Das ist ja zum Kotzen. Komm. Snake! Nein! 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 Ja, schieß doch mal in die richtige Richtung, Propeller! Komm! Nein! Das ist so unfassbar, ne? Ohne Scheiß! Alter, wie viel der mir abzieht, ne, wenn er mir auf den Kopf springt! Oh, ich will keinen Energietank benutzen, ich will mir die aufsparen! Das ist das erste von den vier Leveln, verfickte Kacke! So, Snake Man! Sei jetzt endlich mal gut! Verdammt normal! Warum kann ich mir nicht hier so ein Schutzschild holen oder so? Kack! Das wäre mal was Nützliches. Ja, Dennis, ja, sehr gut. Hör mal auf, hier rumzuhüpfen, wie so ein Bekloppter, echt, ey. Nein! Mann, der ist auch viel zu schnell! Ich will Continue machen, verfickte Scheiße. Das ist kein langes Level. Ich kenn's doch mittlerweile. Schwierigste Stelle auf jeden Fall ist diese Stachelscheiße. Und der letzte ist auch nicht ohne, obwohl ich die Waffe habe, ne? Aber wenn der mich einfach berührt, dann zieht er mir einfach die Hälfte der Energie ab, so ungefähr. Und das ist scheiße. Das muss ja einfach so sein. Das ist Kacke. Ja. Oder vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ich versuche gleich mal bei dem Metal Man den Snake Man. Einfach nur einmal treffen, um zu gucken, ob der auch gegen ihn gut wirkt. Glaube ich zwar nicht, aber ne, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Weil da kann ich nämlich lieber mit Magnet Man den zweiten kaputt machen. Und den ersten irgendwie. Weil ich sag mal, der zieht mir jetzt nicht so viel ab und dann unmittelbar danach kriege ich Energie. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ah, okay, da kommt am Ende noch die ganze Schraubenscheiß mit dem Strommist da, ey. Ach ja. Oh, die Fettsäcke hier, ey. Yo, Keks. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Okay, wenigstens hast du mich nicht getroffen, weil du bist doof. Ich mag dich nicht! Okay, hör zu wild. Ich versuch's einfach mal. Was habe ich zu verlieren, außer das Leben, was jetzt noch bleibt? Hey, ich bin da durchgemoonwalket. Okay, okay. Der springt hoch, sobald ich schieße, ne? Aber vielleicht, bis die Schlangen da sind, vielleicht bist du dann wieder unten. Funktioniert ja spitze. Ich bin ja beeindruckt. Yo, 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 yo. Nein! Okay, mit den drei, da würde ich wahrscheinlich auch durchkommen. Und tschüss. Fick dich. Ich will wieder zurück. Ach, Arschloch. Warum hängt dann mir immer die ganze Scheiße hier, den ganzen Mist zu schaffen? Immer mega mehr. Guckt euch mal den Pansen da mal an. Aus wie ein Stückchen Brot, ey. Oh, oh mein Gott. Okay, es ist gut. Ja, hervorragend. Okay, wir haben es geschafft. Guck mal, Stromscheiße und Schrauben und Muttern und so ein Kack. Ja, 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 ja. Dankeschön. Okay. Nehme ich gerne an. Zum Glück habe ich genug Munition vom Snake Man. Snake Man! Ich sollte mal entweder so Spoon Man soll ich mal einbauen. Das Lied von Soundgarden heißt das die Band? Spoon Man! Der bewegt sich ja mit Löffeln und so. Du musst mit der Telekinese-Technik kaputt machen, weil du damit Löffel verbiegen kannst. Vor deinem geistigen Auge. Ah, ist doch mal gut hier. Du kannst sagen, der lässt bestimmt jetzt ein Leben fallen. Danke. Okay. Ach ja, das gab's ja auch noch. Lass mich durch, danke. Komm, fang wieder an zu lecken. Dankeschön. Komm, runter, danke, hervorragend. Tschüss und danke. Oh, Zeitloop-Modus. War ganz schön knapp am Ende nochmal. Okay, ich muss noch den Arsch besiegen, dann haben wir die Stage geschafft. Dann bleiben nur noch drei nur noch drei andere. Wie schön, dass ich bei der ersten schon so viele Probleme habe. Und ich habe definitiv genug Schuss, um es zu schaffen. Theoretisch. Ich muss hier Sliden mehr einsetzen, glaube ich. Ui, okay. Ei! Verdammt! Verdammte Scheiße! Fick dich! Ach komm, leck mich.
schieß doch mal in die Richtung, die du schießen sollst, Herrgott, nochmal. Ah, die bleiben ja stehen. Ui, ui, ei. Ja, okay, hab ich habe vergessen, nach unten zu drücken, bevor ich gesprungen bin. Aber jetzt habe ich den mit meiner halben Energielast auch die Hälfte abgezogen. Die Maus geht mir gerade tierisch auf den Keks. Ich muss sie mal weglegen. Ich hoffe, die bleiben stehen. Weil ihr seht die ganze Zeit sonst den Mauszeiger im Bild. Ich weiß, ihr kennt mich doch. Ich bin nicht professionell. Also erwartet sowas nicht von mir. Okay, okay. Ich brauche hier eine... Also da muss ich wirklich Taktiker. Da kann ich einfach drauf losballern. Tschüss. Ich treffe ihn aber auch nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Das freut mich sehr. Dann treffe mich lieber mit deinem scheiß Bogen da. Kack. Oder was auch immer das darstellt. Und nicht du mich jetzt hier. Fuck. Komm. Komm. Stirb. Ja! Okay. Ich will eine Waffe haben oder irgendwas anderes Tolles. Ach, leck mich. Okay. Bleibt nur noch drei. Nehmen wir jetzt mal den Gemini Man. Die Stage an sich war ja okay. Ich weiß gar nicht, seht ihr jetzt da oben überhaupt diese Frames-Anzeige? Ich hoffe mal nicht. Ich mag die Stage hier voll. Die sieht so schön aus irgendwie. Mit dem Sternenhimmel und so. Sternenhimmel. Oh, blaue Flammen jetzt, okay. Die anderen waren, glaube ich, orange. Da habe ich ja die parallel gezogen zu Hilfe.